Sehr geehrte Herren, herzlich willkommen zurück am Stück bei dem komplett abgefreakten Game einer Mischung aus Kingdom Come: Lord Reckoning, Elder Scrolls Skyrim und einem Stück weit auf Fallout und dem, mir ist eigentlich eingefallen, da könnte man auch noch, wie hieß das Game jetzt nochmal? Das, wo ein dritter Teil rauskam. Ja, blöde Orientierung jetzt, aber auch so. Comic-Look und komplett crazy Waffe. Es ist nicht Fortnite, da gibt's nur einen. Mehr nicht ein Problem. Wir müssen den Kollegen eigentlich überzeugen. Was wir bei den Verpfänden können. Mach mal auf. Untersuchen? Brief von Felix. Konrad. Rezept-Ionist hat sich erschossen. Das ist schlecht. Die Firma muss das sehen, wie es ist. Jack von Spacer's Choice, Firmeneigentum. Ich glaube, Spacer's Choice ist eine komplett crazy Organisation. Eugene war ein Aktivposten. Was ist das für ein komisches V? Und irgendwer muss seine Leichengebühren zahlen. Das würde uns ruinieren. Also dachte ich, wir verkaufen seine Zähne. Eugene hat einen kompletten Satz Goldzähne, Familienerbstück oder so. Du kümmerst dich um die Leiche, oder? Nimm dir etwas Zeit und hol sie da raus. Wir verhökern die Zähne still und heimlich, zahlen mit den Bits die Leichengebühren und niemand muss das erfahren. Was sagst du dazu? Schreib nicht zurück, rede am besten gar nicht mit mir, gib mir einfach ein geheimes Zeichen, wenn du mich das nächste Mal siehst. Warte mit den Augenbrauen. Phyllis Chi. Ah ja, war doch eine Idee. Da haben wir doch was für ihn. Hey du, Brudi, hab eine Idee. What can I do for you? Ich möchte mein Schiff reparieren, überzeugen. Ich weiß über Eugene Bescheid. Warum würdest du nicht seine Zähne als Pfand für Grabgebühren? Medizin, du klingst, als hättest du Ahnung von der Materie. Mit Medizin kenne ich mich ja auch ein wenig aus. Probieren Sie mal. Medizin 15, ich glaube, das hört nicht hin. You know about Eugene? How? You were probably poking around my things. I really shouldn't leave my letter sitting out in the open. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing three generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. Wird sie sicher nicht vermissen. Ein paar Pizzen sind doch sicher wert gewesen. More than a few. Those teeth were his personal savings. I can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Es wäre geil, ich bin hier, um den Schulden einzutreiben. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Speicher mal kurz. Okay, das geht. Hätte ich die Tür verschließen sollen? Kann man eigentlich auch Stealth Kills machen? Mach hier nochmal kurz zu. So. Hat ja keiner gesehen. So. Kann man da noch irgendwas aufmachen? Nee, das ist immer so, ich bin es ja lohne. Ich finde es halt immer ein bisschen pervers, dass mich hier mit einer angezogenen Knarre rumlaufe. Versteht mich nicht falsch, aber. Ja. Dann springt sie nur zurück, ne? Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Thompson. Never been healthier. Okay. Well, did Mr. Thompson send you? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post tomorrow, bright and early tomorrow, because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. Immer mit der Ruhe. Mr. Thompson hat mich nicht geschickt. Ich habe gehört, wie du vor dich hingebummelt hast. Wahrnehmung, willst du mir verraten, was dich nervös macht? Probieren's mal.
You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? Du bist also Martin Abernathy. Ich bin hier, um deine Grabgemeinde zu haben. Ich bin mir sicher, dass du erwähnt hast, dass die Seuche erwischt hat. Lass dich mal zufrieden. Hier. You don't know that. I could have been saying anything. Maybe I said vague. You know how words sound a mite strange when you're sick. Wait, no. Oh, damn it. Okay, listen. Maybe I am feeling a little under the weather, but I swear I'm on the mend. Please. Don't tell the constable. Du hast die Seuche. Halt dich fern von mir, du Aussätziger. Wieso? Du solltest ein Schild über deine Tür aufhängen oder sowas. Oder dir wenigstens einen Mundschutz überziehen. Ja, das wäre doch was. And become Corona. The town pariah? I'm already the oldest worker in town. I don't need to give him another reason to avoid me. Hey, you're hale and healthy and possibly for hire, ain't ya? Do a good turn for an expiring old man? Wie kann ich helfen? Hängt davon ab, was du brauchst. Mich kannst du. Couple hours out of your day and some light second story work. Aha. There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got anyway. Wollen wir eigentlich denn ihre Schulter begleichen, indem wir fast für die machen? Nab that medicine and bring it back to me. Du musst mir für mich einbringen, die Medizinstäbe und sie mir bringen. Mache ich nicht so schnell. Ich habe ein paar Fragen. Ja, ja, ja. I'll do what I can. Ich vermute, dass dort Wachen sind. You will not find any guards within sight of that old place. Marauders on the other. Oh ja, gut, die knall ich ab. Was kannst du mir über die Plünderer erzählen? I have it on good authority. There's a gang of them squatting there. I advise stepping softly. Wieso kannst du nicht einfach selbst Medizin kaufen? I tried medicating myself with Adrenatime. Didn't do much for me, as far as I can tell. Anyway, I can't just buy medicine. Distribution of medicine is strictly prohibited to any workers beneath the acceptable margin of health. Oh, company Gott. Policy. In anderen Worten, der Konzern behandelt dich nicht, weil du krank bist. Das ist ja schrecklich. Jetzt kommen schon, aber Nafi, du siehst keinen Tag älter aus als 90. More like the company won't treat me, because I'm not healthy enough. So you'll do it then? You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh law, it's in my spleen now, I can feel it. Geht's ja, was über diese Versorgungszentren wissen sollte, ja. Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. Ich brauche andere Knarre auf jeden Fall noch. Ich bin hier, um die Grabgebühren einzutreiben. Yup. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Look, I got my gravesite fees right here. See? I'm good for my word. Get me that medicine, and I'll see to your payment. Du gehst ein ziemlich großes Risiko ein, mir zu vertrauen. Das ist dir klar? I know that, but I got nobody else to turn to. I'm Reed so would have wrote me up. Constable would have locked me up and wrote me up. Could have gone to see the good vicar, but die Quest never did mal find gleich. My courage. Weil ich weiß, ob das wie bei Alex ist, dass dann auf einmal ein Counter im Hintergrund läuft. Hast du ein Geschirr? Das heißt, du musst wirklich hingucken. Zu. Aha. Aha, aha, aha. Oh, Seife, ganz nett hier. Bloß sieht auch interessant aus. Bisschen arg, glaube ich. Kannst schon reinkackeln, aber nicht pingeln. Merkwürdige Konstruktion. Gut, drücken wir kurz J. Morgen jetzt und immer fort, aber dafür hatte ich gebeten, eine versteckte Packung Adrenalin aus dem Zentrum von zu besorgen. Ja, das machen wir gleich. You're making a mistake working for Abernathy. Wieso?
Excuse me. I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. I overheard your talk with Abernathy. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracycline is wasted on him. You're better off selling it to me instead. Zeig Symptome, du sagst also, es sei psychosomatisch. All I'm saying is Abernathy's worked in this town longer than some of us been alive. How do I put this gently? He's got a lot of cobwebs up in his attic. I probably shouldn't tell you. Don't want you implicated for what I'm trying to do. Probier's mal. All right. Here's a summary. A lot of sick people in this town, and we don't have the medicine to treat them all. Can't reach out to corporate without crossing a river of red tape, so I'm reaching out to you. Abner, bezahlt mich für meinen Aufwand. Kannst du sein Angebot decken? Verstehe, du brauchst also jemanden, der illegale Medizin für dich schmuggeln. Something like that. Look, I'm not in the habit of lawbreaking, but sometimes you've got to do the wrong thing for the right reasons. That's all I can ask of you. Können wir einfach mehr klar? Einfach so, dass mir die per se, weil es nur ein paar Freaks sind, ein paar Plünderer. Mach mal kalt, easy. Puh. Wäre natürlich cool, wenn ihr Kollateralfeinde wären. Fertigkeiten. Handfeuerwaffe sollten wir erstmal noch upgraden, theoretisch. Verteidigung. Medizin haben wir 27. Also wenn die Sache aufploppen, können wir es ja machen. Das ist interessant. Finde ich gut. Handfeuerwaffen, Fernkampf. Fernkampfwaffenfertigkeiten, den Punkt Fernkampf. Waffenlänge bis zum Maximum 50 Punkten. Ah, okay, mit 10 Stück. Text immer recht hoch. Führungsfähigkeit verbessern das Leben deiner Begleiter. Haben wir noch keine, also nicht wichtig. Und dann mal Verteidigung nochmal hoch. Yep. Du hast einen Dialogkampf fertig freigestellt. Wenn du die richtige Art von Gegnern angreifst, werden diese dadurch automatisch mit einem Statuseffekt belegt. Cool. Vorteile, haben wir keine Punkte übrig. Details, Ruf. Neutral bis jetzt gut, schlecht. Gott, oh Gott, oh Gott. Ist niemand. Wir benutzen. Spacer's Choice. Wenn einem das Leben in der Suppe spuckt, dann betrachte ich es als kostenlose Kostprobe für Spacer's Choice. Edgewater, Saltune, Konservenfabrik, eine Anlage von Spacer's Choice, Terminal Circle. Willkommen bei Juna Bestatter. Nachrichten. Von Bestatterverband. Von Bestatterverband an Spacer's Choice, Junior Bestatter, Abteilung Emerald Vale betrifft ein besonderes Angebot. Liebe Leser, liebe Leserin. Dein Abonnement des Bestatterverbands Newsletter ist abgelaufen. Wir möchten dich dazu einleiten, dein Abonnement zu erneuern. Wenn du dich jetzt dafür entscheidest, erhältst du zusätzlich ein Exemplar unserer neuen Publikant Bild der Schaufel, vierteljährlich. Geil. Das gleiche wieder, offizieller Werbetext. Der Friedhof von Edgewater ist Eigentum des Unternehmens Spacer Choice. Die Spacer Choice Familie kümmert sich um ihre Mitarbeiter von der Wiege bis ins Grab. Spacer Choice bietet daher Grabstätten und Grabsteine zum entsprechenden Preis. Komfortable geräumige Grabparzellen nach Wunsch, gravierte Grabsteine und Monogramme, Grabrede des Ordens des wissenschaftlichen Diskurses inklusive Grünfrieden in der Ungestörtheit einer Grabstelle von Spacer's Choice. Zurück zum Stammverzeichnis. Inventarprotokoll.
Bestattungsrechnung. Passwort erforderlich. Name Fyodor Ganger. Todesursache Industrieunfall. Bestattungsstatus erfolgreiche Bestattung in Grabstelle 13F. Grabgebühren bezahlt von bezahlt und angewiesen. Anmerkung des Bestatters: An Teddys Leiche fehlte eine Hand. Habe 5 Bits von den Grabgebühren abgezogen, weil ich ein netter Kerl bin. Aha, verlassen. Ah ja. Okay, das sind immer ganze Spinde. Gut, 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 gut. Ist ja keiner da. Willst du deine Zeit in Luxus und Komfort ausleben? Träumst du davon, unter den Bögen Byzantios hindurchzuschreiten? Die vorzeitige Ruhestand ist nun endlich da. Der vorzeitige Ruhestand ist deine Fahrkarte nach Byzantium. Der vorzeitige Ruhestand ist das Geschenk des Vorstandsvorsitzenden Rockwell und des Ministers Clark an dich. Die Teilnahme am vorzeitigen Ruhestandprogramm erfolgt per Lotterie. Gewinne, erhalte eine einfache, vollbezahlte Reise zu ihrem neuen Leben in Byzantium, dem Juwel von Halcony. Okay. Natürlich auch eine ausgezeichnete Frage. Wem helfen wir da? 13F. Gesamtvermögen 8112 Bits. Muss ich eine Schaufel ausrüsten? Halt die Fresse. Ist das überhaupt eine Schaufel? Spaten. Schaufel. Okay, das geht schon mal nett. Gesamtvermögen 4289 Bits. Milton Rice. Das heißt, mir werde hier eigentlich theoretisch irgendwo was zum Aufmachen getriggert kriegen, zum Laser. Finde ich ja schon mal interessant. Das heißt, wir können ein bisschen schneller drüber fahren und wir sonst nicht irgendwie großen Kopfzerbrecher. Nee, da ist schon mal nichts. Bitmodule, das könnte man eigentlich schon mitnehmen, was da rumliegt. Keine Ahnung, was es ist, aber ja. Hm. Irgendwo wird er begraben liegen. Ich weiß ja nicht, ob es ja die klügste Idee ist, was wir jetzt gerade machen, ne? Sollen wir einfach jetzt schon mal dorthin gehen? Könnte halt echt unser Todesurteil sein. Erfolgreicher Angriff mit Schleichen, wo es auch süß den Schaden meinen Gegnern. Je höher die Schleichfertigkeit, desto höher der Bonusschaden. Was. Sag ja, das wird nicht einfach. Wahrscheinlich ist aber unsere Billow-Waffe. Trippklinge. Ich hätte lieber
60, 73. Die Knarre, von der ihr habt. Jagdgewehr, Schaden pro Sekunde. Schaden 66, 22. Schaden 36, 50. 200 Nahkampf. 36, 36 Bluten. Das macht die Sache schon mal ziemlich entspannt. Speicher mal kurz. Sind wir da Bums? Was war das für ein Bug? Leichtes Maschinengewehr, interessant. Hört mal nach. Echt jetzt? Oh, cool. Wieso heilige Ehre, wenn man einen abknallt? Meine Fresse, die Knarre gefällt mir. Ach, eins haben wir die. Geht ein, ich hab schon Sperre vorgestellt. Das Problem ist, wir sind jetzt nein. Das könnte hässlich werden. Ich finde es gut, dass man dann halten muss. Oh, Internal Anatomy. Okay, ich hab's mal schwerer vorgestellt, wieder. Ja, wir nehmen ganze Müll mit. Wir können jetzt alles 2 von 4. Und nichts mit Darsteller. Irgendeine Meldung habe ich gerade gekriegt. Dann können wir die Sache auch zum Schrott hinzufügen. Ja, ja. Eine Schaufel würde ich am Pelder. Wurfballschläger. Ballen wir mal. Müll, Müll. Müll, 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 Müll. Leichtmaschinengewehr, Spacer's Choice. Dann weg. Ist ja die gleiche wie die immerhin, ne? 73, ja, ja. Gut.
So, wenn wir jetzt hier rumgeballert haben, dürfte das eigentlich jeder mitkriegt haben, dass wir da sind. Wir plündern hier aber alles. Also bis jetzt sieht es eigentlich ganz entspannt für uns aus. Ich hätte mir echt gedacht, wir sind am Arsch. 3 von 4. Demnächst ergötzt euch an den großkarigen Mantikönigin, die Herrscherin ihres Nestes. Importiert von Terra 1, um euch zu erregen und euer Vorstellungskraft anzuheizen. Okay. Versperrt. Wie komme ich da jetzt hin? Ah ja. I have a plan. Protokolle. Geschichte der Emerald Vale Ausstellung. Zusammenfassung. Die Ausstellung der Geschichte von Emerald Vale wird nach ihrer Fertigstellung die stolze Geschichte unserer Siedlung für die Nachwelt festhalten. Diese Zusammenstellung von Erinnerungsstücken aus der Gründungszeit unserer Siedlung wird zu den harten Einsatz des Space Familia in der Eingangszeit des Versammlungsturms zur Schau stellen. Zentrum dieser Ausstellung wird eine ausgestopfte Mantikönigin drohen, die als Zeichen des Sieges und Zivilisation gegen die Natur die Eingangshelfe verschönern soll. Zurück zum Stammverzeichnis. Erste Hilfe, Schlüsselkarte. Hecken 25, scheiße. Einbruch, Schloss knacken, Hecken und Mord werden allgemein als Illegalität angesehen. Wenn du die Resultate Konsequenzen vermeidest. Ja, lebt hier wer? Drüben ist er, aber so ein Design, sind doch eh noch so Freaks. Okay, wahrscheinlich Schrott immer gerade mitnehmen. Maschinenhandbuch, Band 1 aufheben. Pepper Pills. Versperrt. Dann müssen wir da irgendwie da reinkommen. So. Ah, sehr schön, die brauchen wir. Die das Säbel aufheben. Ja, als ob die das interessiert, wenn ich was hack. Was klar, so bitte. So, sonst haben wir hier nichts, ne? Was man mitnehmen könnte. Nö. Nö, sieht gut aus. Der antike Säbel kann man denn benutzen. T und L Ausrüstungs. Was? Ausrüstungswartungssichtrichtlinie. Gegenstandsreparatur. Es wird von dir erwartet, Firmenausrüstung im guten Zustand zu halten. Einer der Gegenstände braucht Reparatur. Du kannst Waffen und Rüstung an einem Werkbank reparieren, was Waffen und Rüstung benötigt. Du hältst Gegenstände zerlegt, später mit diesen Technik. Klar, das hat man schon mal den Text. Was hier steht gerade kaputt? Rüstungsverwaltung. Gewicht, Zustand. Rüstung 4. Also 3. Thank you.
Ah, nee, okay. Verbrauchsgegenstände. Hier kannst du deine Verbrauchsgegenstände benutzen, zu Schrott erklären oder fallen lassen. So können sie direkt verwendet werden, um verschiedene Stärkungen zu verschaffen. Dein medizinischer Notfall-Inhalator wird oben angezeigt. Verbraucht Adrenon, um dich in Notfällen zu heilen und befindet sich immer auf Platz 1. Erhöht deine Medizinfertigkeit, um neue Medizin-Mixplätze freizuschalten, die du mit den Verbrauchsgegenständen statt nur mit Adrenon befüllen kannst. Ah, jeder Platz wird in jedem Zug des Inhalators gemischt und die Effekte kombiniert. Deine Medizinfertigkeit erhöht die Dauer all dieser Effekte. Ah ja. Adrenon per se. Ja, so viel meistens sparen wir uns auf. Tagebuch ist unser Dings, Charakter, Stess hier, Fertigkeit, da heben wir uns auf. Ja, da müssen wir hin. Modul. Wir selber sehen wir das nicht anders, man. Wir sehen unsere Beine gerade nicht. Ganz komisch. Flame Ripples, okay. Kaufsautomat entdeckt. Cool. Ich bin jetzt am Verkauf nicht interessiert. Ich hort erstmal ein bisschen gestörter. Apropos, haben wir eigentlich irgendwo unser Gewicht? Ich will es verkaufen, ich will es eigentlich zerlegen, ne? Spacer's Choice, automatische Verkaufseinheit. Verkaufsautomat. Verkaufsautomaten bieten eine große Anzahl an kaufbaren Gegenständen bewegend vom gleichen Konzern. Ab einer Hackerfertigkeit von 20 kannst du auch Gegenstände am Verkaufsautomat verkaufen. Bestimmte Gegenstände können gekauft werden, wenn du über einen ausreichenden Ruf bei der passenden Fraktion verfügst oder eine Hackenfähigkeit von 40 oder mehr hast. Ich will aber nichts verkaufen. Ich habe ganz so scheiße, denn ich habe eigentlich erstmal Zerleger. Gott. Kann man speichern? Okay, geht denn kaputt. Versperrt. Wir waren aber noch nicht drin. Okay, da kann man es benutzen, da warten wir noch. Aber echt interessant, dass man überall nicht so viel Scheiße findet, was man mitnehmen kann. Und definitiv müssen wir mehr Gewicht schleppen. Sag ja, das könnte auch sein, dass ich wirklich eine Mod installiere, dass wir mehr tragen können. Boah, ich weiß aber echt nicht, morgen ist. Ich weiß nicht, wenn ich es mir jetzt gebe, ne? Wie? Achso, ich dachte gerade, da war noch was drin. Okay, geht schon mal kaputt. Gut, kapiert. Wie viel haben wir denn? Charakter, Fertigkeiten. Sind wir weit weg, ne? Reicht nicht mal aus. Schade. Müssen wir nochmal zurückkommen. Wen geben wir es jetzt? Dem Herrer oder der Alte? Wir unterhalten jetzt schon mit den Leuten, fragen die mal über den aus. Aber es macht eh schon alles, wenn wir uns mal in dem Spiel haben zu können. Und bis zum nächsten Mal bei The Outer Worlds. Tschüss.